Team hier im Fahrerlager. Ist jetzt gerade ohne Auto da, weil alle ihre Rennen beendet haben. Tja, du bist Michael Straub, der Vater, der muss alles ausbaden hier immer, oder? So ungefähr, ja. Der muss immer schrauben, der muss immer gucken, dass alles rund läuft. Ja, aber ich sag mal, gut, irgendwer von deinen Mädels hat ja immer irgendwie was, was nicht rund läuft, ne? Und schimpft dann der Papa auch mal, weil er an die nächste Woche voller Arbeit denkt? Ja, er schimpft auch, ja. Aber im Großen und Ganzen, also ich merke das ja hier, seid ihr euch schon einig und das ist Familiensport für euch, oder? Ja klar, durch die ganze Familie, das ist eigentlich unsere Jahresplanung, geht eigentlich nur ans Autocross. Ich frage jetzt mal was ganz Unanständiges. Es besteht nicht die Gefahr, dass noch irgendwie Familienzuwachs kommt, dass wir vielleicht mit noch einrechnen müssen? Also bis jetzt noch nicht, also ich wüsste noch nichts. Alles klar, wir machen weiter. Danke Michael, heute in Gründau, lass uns dazu noch kurz was sagen. Du hast dein Auto im Jahr 2010 sensationell unterwegs, ich darf das so sagen. Ja, ich bin mit meinem neuen Motor eigentlich auch recht gut zufrieden. Passt. Das heißt, von 1800 jetzt ein bisschen mehr Hubraum auf 2 Liter und man sieht das. Der Fahrer spürt es wahrscheinlich am meisten. Ja, also man merkt es deutlich. Ja. Prima, dann drücke ich dir für die DM alles Gute, dass deine Töchter nicht ganz so viel kaputt machen und ich kümmere mich jetzt um Nathalie. Nathalie, du guckst ganz traurig hier heute. Warum? Weil mein Motor kaputt gegangen ist. Und heute Nacht haben wir dann den alten eingebaut. Ist nicht so toll, aber das heißt ja, du bist ja, glaube ich, wie alt? Ich bin 20. Du bist 20 und wie lange bist du schon dabei beim Cross? Ich wurde schon mit 6 Wochen als Babys mitgenommen und fahren tue ich seit ich 16 bin. Aber weil es beim Daddy die ganze Zeit auch nicht immer ohne Probleme abging, weißt du, dass du nicht die nächste Woche zur Strafe putzen, bügeln und waschen musst? Spaß beiseite. Ihr nehmt das alle ganz schön ernst. Ja? Und ich glaube, man sieht auch sehr deutlich die Entwicklung, die ihr alle macht. Schaut man sich da in der Familie ein bisschen was ab? Werden auch Tipps gegeben? Ja klar, wir tauschen uns immer aus, welcher Gang und wie man welche Kurve anschneidet. Das passt schon. Ist Papa der Bestimmer, der sagt, die Kurve wird im zweiten Gang gefahren? Nicht immer. Nicht immer, aber jetzt ganz ohne Quatsch, du nimmst dir da auch was an für dich, oder? Ja klar, es ist ja gut, wenn man Tipps kriegt. Die nächsten Ziele für dich, also DM, denke ich mal, ist gesetzt. Gibt es dann noch mal Ideen, auch woanders zu fahren? Ja, wir waren ja in Majora letztes Jahr und das würde ich schon mal gerne fahren. Alles klar, ich danke dir und es ist doch nur ein Motor. Es ist doch nicht so schlimm, oder? Okay, Sabrina ist da. Sabrina, heute hier sensationelle Leistung, darf ich sagen? Ja, im Lauf schon, im Finale nicht so. Du bist, ich glaube, bei deinen Spielkameraden da auf der Strecke die einzige Dame, richtig? Das ist richtig, ja. Gehen die gut mit Damen um, hier die Männer in der DM? Ich würde nicht sagen, dass da ein Unterschied ist. Ich frage das deshalb, weil ich bin ja schon erheblich älter als du. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als dann auch ein wenig abfällig über Damen, die ihre Anfänge im Motorsport gemacht haben, geredet wurde. Das ist nicht mehr so, oder? Das ist nicht mehr so. Anscheinend sind sie sich ja ins eigene Motorsport. Warum bist du so schnell? Trainierst du über den Winter so viel? Bist du körperlich so fit? Bist du mental so fit? Woran liegt's? Ich weiß nicht. Also ich mache weder Sport noch wird im Winter oft Radfahren. Das heißt, du hast es wahrscheinlich irgendwie in den Genen, durch den Daddy, wie auch immer. Sag mir ein bisschen was zu deinem Auto. Das ist ein sehr schönes, sehr neues Auto. Lieb angeschaut, ob er da vielleicht mal ein bisschen was Größeres reinbaut? Nee, die 1300 sind schon. Die 1400 halten ja nicht. Ich frag mal, das Auto vom Vater schon mal gefahren? Nee, ich bin zu klein. Das ist ein Scherz, oder? Dann hat Daddy das klugerweise so gebaut, dass er nur er mitfahren kann. Was sind die weiteren Planungen? Also international könnte ich mich da durchaus mit anfreunden, dich auch im Starterfeld zu sehen, oder? Die 16er Klasse ist stark, aber die kochen nur mit Wasser. Ganz klar, DM weiter, dann Italien, Majora. Nächstes Jahr vielleicht mal Parker. Alles klar, ich sage danke an die netten Straubs. Papa hat das Schlusswort, wie geht's weiter? Also muss man es weitergehen. Sowieso, wenn man so ein bisschen zu wäre, wenn man zum Thema mit der Größe vom Auto auch
natürlich auch den Nachteil, dass ich bei meinen Mädels nicht ins Auto rein kann. Ich kann ja nichts probieren. Alles klar, da seid ihr euch einig. Ich sage vielen Dank, bleibt bitte alle so und dann werden wir noch viele Jahre Spaß miteinander im Autocross haben. Ja, danke, Kollege.